Was denn? Haben wir noch Mod anwesend? Wettensvoten. Warte mal, ich aktualisiere mal bei mir. Vielleicht ist er. Ja, die sind da. Die haben gerade eine Wette gestartet. Ah, gut, jetzt. Die sind doch da. Also ich sehe Dann war noch das. einige. Ich sehe noch einige Mods. Also. Dann war es bei mir nicht aktualisiert, deswegen habe ich fix mal neu Ja. gemacht. Es kann sein, Land, die das bei dir das noch nicht aktualisiert ist. So, der Ich sag Timer jetzt. läuft auch. So, das ist einer der Ich beiden sag. Karten, die hochgeladen ist. Ist das da auch mit diesem Face-Save? Ja. Uah. Oh, Ramat geht gleich ran mit Wetter auf Insta. Ja. Ich bin gespannt, wenn Nee, Insta ich lag die, nackt. ja, wenn Insta die gleiche Taktik fährt, könnte es sehr schnell für ihn gehen. Weil er kann ja einfach so rumfahren. Und der OP weiß gar nicht, von welcher Richtung er kommt. Das ist halt Bei wirklich der das. ist das. Die habe ich heute auch geübt gehabt oder probiert. Geübt ist jetzt der falsche Ausdruck. Kommst sehr schnell und sehr leicht ans Geld, meiner Meinung nach. All in auf unentschieden. Ach, geht nicht. Ja, aber Insta ist, glaube ich, ein Stück hochgefahren, würde ich sagen. Ja, er hat nämlich dieses Feld Ja, genommen und ja. geht hier links rauf. Derby muss sich hier runterbauen und muss hier daher in das nächste Feld ran. Ist aber für mich auch ungewöhnlich, weil wenn er gestartet hätte, hätte da der erste Raff nach unten. Dann hätte er links und rechts eine Raff, aber ja, das, naja, wird interessant, weil jetzt da weiß, also ich will nicht zu sehr loben, sonst hebt er noch ab, wenn er die Aufnahme hört. Ja, Philipp, danke für das Lob. Es wurde gesagt, wir beide sind eine gute Kombi. Ja, einer quatscht blöd und der andere korrigiert. Ja, so in etwa läuft das ja, ja. Bin gespannt, ob Insta die gleiche Taktik wieder fährt. Weil jetzt hat er zum Beispiel eine Ein-Raff-Strategie. Vorhin hat er ja eine Zwei-Raff-Strategie ge gefahren. Aber ja, da halt Kristalle. Das macht viel aus. Ich würde ja jetzt mit dir wetten, er geht auf leichte Panzer. Für den Anfang. Derby hat die zweite Raff gebaut, ganz clever. Also sobald hier oben leer ist, kann er die verkaufen, kann hier unten weiter sammeln. Jetzt muss aber langsam mal die Waffenfabrik kommen, ansonsten wird es enge für ihn. Also sieht das nämlich den Unterschied? Installateur hat nur eine Raff-Strategie gerade. Noch hält er sich gut oben. Hier ist der zweite Sammler. Er hat so weite Wege. Und Derby ist jetzt schon bei 6000. Und ja, die kleinen Panzer. Yep. Zwei Raff-Strategie, zwei Waffenfabriken jetzt. Oh, das wird böse. Jetzt bringt er einen zweiten Sammler nach da unten. Uahaha. Ich würde einen Derby wünschen. Oh, Derby ist Russe. Ich würde ihn wünschen, dass er sich dagegen wehren kann. Oh, es wird schwierig jetzt. Es wird sehr schwer jetzt. Ja. Also Bei großen Flächen, ja. da fällt jetzt Insta seine Stärke auf. Er kann jetzt hier durchspammen. Hat jetzt ein bisschen Geldprobleme. Aber Derby hat noch keine Panzerproduktion, hat noch keine Verteidigung. Und sie haben nur noch 1,5 Minuten. Es ist wirklich hart. Also da hat Insta wirklich sich eine Taktik überlegt. Was schreibt gerade? Finale Endgegner Random, Glücksrad Sunny oder Schlagi. Ich glaube, der Insta muss nachher auch ins Bett wegen seinen Kiddies. Also. Ach, Sunny und Schlagi versus Insta. Oh. Nee, oder. Aber dann verliert jetzt geht doch wieder. Nee, guck, da steht. Silent hat korrigiert. Sunny und Schlagi. Ja. Ich finde, Derby investierte zu viel in die Raffs. Weil Insta fährt jetzt oben schon los. Aber er hat keine Panzer. Nichts dergleichen. Er hat gar nichts. Er hat Geld ohne Ende, hat aber keine Panzer. Fehlt die zweite Waffenfabrik. Ich glaube, gleich muss doch. Ja, jetzt kommt der erste Blitz. Der kommt eine halbe Minute vorher.
Und so hätte es in allen Spielen laufen können. Aber nein. Die Kartenserver haben wir nicht mitgespielt. Ärgerlich. Jetzt ist der erste Panzer da. Aber was baut er denn? Er hat genug Zeit. Er baut keine Verteidigung. Ja, viele Lager. Er hat übelst viele Raps gebaut. Hat dafür die Waffenfabrik, die zweite, komplett vergessen. Und ja. Er hat sich komplett verkalkuliert, ja. Krass. Ein sehr schnelles Match. Ja. Das wird gleich vorbei sein, ja. Ich glaube, das wird dann das schnellste Match hier, was wir heute Abend haben. Weil die Gebäude sind auch sehr weit gefächert. Jetzt hat er zwar rechts eine Tesla und eine zweite Waffenfabrik, aber der erste Schlag hier gegen die Raffinerien, die zwei Silos raus, da braucht er sich nicht mehr. Ja. Und da ist er schon. Der Insta schlägt zu. Die Silos weg? Ah, nee. Er geht auf die Raffs. Zack, Geld verloren. Ja, er nimmt den Bau auf raus. Ach ja. Ich glaube, den installieren solche Spiele, ne? Solche schnellen Spiele, wo er sehr schnell zuschlagen kann. Natürlich, klar, mit dem kleinen Panzer ist das schon ein gewisser Vorteil, mit den Türken dann auch noch. Vielleicht muss man sich dafür das nächste Blitz und hier sich vielleicht da ein bisschen was überlegen, aber mal gucken. Weil wie gesagt, eigentlich sind die kleinen Panzer ja gut zu verteidigen, ne? Also. Und Derby wird jetzt nochmal hochfahren. Hat jetzt zwar keinen Bauhof mehr, kann auch keinen mehr nachbauen. Kann aber immer noch Geld sammeln und kann aber noch Panzer bauen, ne? Aber das ist jetzt hier Instas Stärke. Muss ich das so sagen, wie es ist. Mich wundert es dass Insta nicht beide Seiten checkt zwecks Erkunden. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Naja. Aber der nächste Angriff beendet das Spiel. Ja, auch wenn jetzt Derpy hier rechts halt noch ein bisschen Schaden jetzt machen kann. Ne? Insta sieht das, glaube ich. Schickt die Panzer rechts rüber. Aber er macht genau das, was viele eben nicht machen. Er hat sich entschlossen anzugreifen und greift doch an. Viele tun dann ihre Panzer hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Ja. Anstatt zu ihrer Entscheidung zu stehen. Insta macht es hier richtig, schickt Panzer hin, Verteidigungsgebäude und entweder es klappt oder es klappt nicht. Ja, er würde mir jetzt den Bau auf rausnehmen, aber ich glaube, das bringt ihm halt nichts jetzt mehr, weil das ist... Jetzt hat er den Bau rausgenommen. Ich werde dann noch probieren, eine Waffenfabrik rauszunehmen. Aber ja, das wird es nicht mehr aufhalten. Nein. Weil die Panzer, die unten sind, werden die restlichen. Ja, es sind halt große Panzer jetzt. Nee. Es sind jetzt halt große Panzer, ne? Es sind die mittleren Panzer. Damit ist jetzt. Ja. Schade. Ich hätte den Derby gegönnt, aber gut. Da ist einfach die Stärke vom Insta ist dann halt doch zu stark für ihn. Ne? Wie gesagt, ich sag mal, die Spieler wissen ja, dass er auf kleine Panzer geht. Ne? Er hat es ja vorhin gemacht, er hat es vorhin vorgezeigt. Es ist jetzt definitiv kein Geheimnis gewesen. Nee. Und wie gesagt, ich habe auch nicht verstanden, was Derpy da so viel mit den Raps gebaut hat. Er hätte die Waffenfabrik, die zweite, viel früher bringen müssen. Dann hätte er auch mehr Panzer gehabt und hätte auch, denk mal, diverse Sachen hätte auch abwehren können. Aber so hat Insta das halt clever gemacht, hat ihm rausgenommen. Er hat zwar seinen eigenen Bauhof jetzt geopfert dafür, aber es reicht. Ich denke mal, es wird reichen. Er wird jetzt mal den Panzer hier nochmal verlieren. Aber oben kommt schon eine neue Welle. Und er kann nichts mehr nachbauen. Ja. Ja, er kann auch Dings bauen. Tesla Trooper.
Problem daran sind, die sind nur ziemlich langsam. Ich würde aber fast vermuten, dass er auch... Nee, Strom hat er noch. Ich hätte jetzt gedacht, dass er wenig Strom hat, aber das ist... Nee, er hat noch Strom. Hier unten werden aber seine Sammler jetzt rausgenommen. Er baut auch nichts mehr. Hey, Chichi. Ja, dann nehmen sie mir wahrscheinlich noch die Kaserne raus. Da könnte er noch, theoretisch könnte er da noch was bauen. Er hätte auch noch normale Einheiten bauen können. Hier links kommen noch mal kleine Panzer. Zack, rechts hat aber auch schon wieder Panzer. Naja. Naja, traut sich hier nicht ganz also an die Tesserspule ran. Aber für einen Gegner wie Insta hat der Derby sich gut geschlagen. Ja. Das muss man so sehen. Ja. Weil der Insta ist hier wirklich ein Top-Spieler, wenn er in Form ist. Und hat selber gesagt, er hat wieder geübt. Er ist wieder ein bisschen besser dabei. Das sieht man auch hier. Er ist konzentrierter bei der Sache. Ja. Oh, und Strom ist weg. Das beschädigte Kraftwerk reicht aus, dass die Tesla keinen Strom mehr hat. Ja. Das hat nicht geschafft. Und er verkauft. Wer hat somit noch den letzten Angriff noch mal? Ja, genau, ja. Aber das finde ich immer schön, ne? Wenn die Spieler trotzdem noch kämpfen und beißen. Ja, das ist halt immer noch mal schön zu sehen hier. Mhm. Aber wenn du jetzt mal ganz streng siehst, hätte er seine Raff und eine Baracke geschützt. Wär's. Aber die zweite Baracke wäre besser gewesen, weil ansonsten braucht einfach der Bau der Tesla drüber zu lange. Naja, ja, das ist richtig. Es kommt hier noch kleine Panzer, macht natürlich Sinn, weil sie natürlich schneller sind, sind aber auch leichter zu zerstören. Ne? Da haben die Tesla Trooper natürlich ein leichtes Spiel. Ich kann ihm auch die Panzer mir wieder wegnehmen. Aber gegen die Infanterie, die auf Dauer schießt, naja, ja, das schafft sie nicht. Das schafft sie nicht. Aber spaßig. Ich weiß auch gar nicht, wo man wegfährt, weil es gibt kein Unentschieden. Macht halt keinen Sinn. Ja, die Infanterie kümmert sich jetzt um die Tesla-Trooper, wenn sie angreifen würden. Ja, die hat er weg. Und hier unten fährt noch ein Sammler. Rechts unten hat er noch einen Sammler. Ja. Ja, das stimmt wohl, Martin. Derby hat sich gut verkauft. Wie gesagt, er ist kein Spieler der vierten Liga mehr. Er hat sich so gut verbessert in seinem Spiel. Also er wäre locker ein Kandidat für die zweite Liga. So. Sieht Insta den Sammler nicht? Will er nicht sehen? Er hat noch Panzer. Er hat keine volle Sicht. So. Naja, das ist jetzt Käse, was ich mache. Also das ist jetzt. Das macht jetzt halt keinen Sinn, weil er dafür gegeben hat, weil er hat. Er kann ja kein Unentschieden erreichen. Ne? Aber spätestens jetzt würde er dann sehen. Wobei er ist jetzt durch seine Sicht gefahren. Ja, war ja durch die Sicht. Ja. Zack, und die Infanterie kehrt um. Ja. Ja. Ja, gut, kann man machen, muss man nicht.
Er erntet noch, er erntet. Er hatte doch, ja. Kann man machen, muss man nicht. Ach ja, der Insta steht damit im Finale. Ich hole die beiden mal hoch. Wie erwartet aus meiner Sicht. Hallöchen.